Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid. Schön, dass ihr live eingeschaltet habt oder später das Video anschaut auf Fuel Media oder auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind immer noch in Johannes 7. Wir sind die letzten Male etwas langsamer vorangekommen, als ich gedacht habe. Wir haben nur einen Vers geschafft und wenn heute mit einem diesen letzten Vers, dieser drei Verse besprechen und dann diesen Abschnitt soweit beenden. Aber es war so interessant und ich glaube auch sehr wichtig, weil diese Verse in Johannes 7, 37, 38, 39 so ein ganz wichtiger Aufruf von Jesus sind und so viel mit unserem persönlichen Glaubensleben zu tun haben. Und da wollen wir heute uns mal die Zeit nehmen, den 39. Vers dort genau unter die Lupe zu nehmen. Bevor wir das tun, wollen wir, wo es möglich ist, niederknien für ein Anfangsgebet. Lieber Vater im Himmel, danke schön, dass du uns in deinem Wort so deutlich begegnest, dass wir durch Jesus verstehen können, wie du wirklich bist. Und dass wir Jesus immer besser kennenlernen können, indem wir über ihn und sein Wort nachdenken. Wir möchten dich bitten, dass wir jetzt wiederum gestärkt werden. Wir danken dir, dass wir jede Woche in diesem Seminar etwas Schönes über dich lernen können und unter der Woche jeden Tag aus deinem Wort lernen können. Und weil wir wissen, dass du uns schon so oft gesegnet hast durch dein Wort, freuen wir uns und sind dankbar, dass du es auch heute tun wirst. Und möchten dich einladen in unsere Herzen, dass du dort regieren darfst und unsere Gedanken lenken kannst, wohin du sie lenken möchtest. Sei du jetzt unser Lehrer. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Johannes Kapitel 7. Und nur noch mal zur Erinnerung, wir sind ja beim Laubhüttenfest. Also ich hoffe, ihr werdet dieses Laubhüttenfest in der Bibel nie vergessen. In Jerusalem, im Jahre, weiß es jemand noch? Ja, im Jahre 30, ja. Im Jahre 30, ein halbes Jahr vor der Kreuzigung. Ja. Und Jesus tritt dort gerade so unerwartet auf, predigt und lehrt und es kommt zu einer Verschwörung. Ich weiß, sie wollen ihn umbringen, es klappt aber nicht. Es gibt geteilte Meinungen im Volk und am letzten Tag, als es diese Zeremonie gibt, wo das ganze Volk an diese alttestamentliche Geschichte gedenkt, wo der Felsen geschlagen wurde und was herauskam, an diesem Tag steht Jesus auf und ruft, wenn jemand dürstet, komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, ja, nicht irgendein selbstgebastelter Glaube, nicht ein ich fühle und ich denke und es könnte ja sein, sondern ein Glaube an Jesus und mit Jesus, der auf dem Wort von Jesus basiert, auf der Bibel. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, sagt er, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nicht nur werden wir gesättigt mit dem Wasser des Lebens, sondern es fließt gleich weiter. Ja, wir sind im Prinzip beim gleichen Thema wie beim Offenbarungsseminar. Wir werden, in uns wird die Quelle sein. Ja, das hat er der Frau am Jakobsbrunnen gesagt, nicht wahr? An diesem Brunnen trinkst du und dann gehst du weg und dann kommst du wieder hin und trinkst und dann gehst du wieder und dann musst du wieder hin. Aber die Quelle des ewigen Lebens, die Quelle des lebendigen Wassers, kannst du mitnehmen. Der Heilige Geist möchte in dir sein. Du musst nicht zu einem Tempel gehen oder zu einem Schrein gehen oder an irgendeinen Ort gehen, sondern der Heilige Geist möchte eigentlich in dir wirken. Und das ist, was Jesus sagt. Dass aus unserem Leib, und zwar nicht nur einzelne Tropfen, ja, nicht nur einzelne Rinnsale, sondern Ströme. Ja. Wenn Gott Gnade schenkt, dann fließt das über, nicht nur ein bisschen, sondern reichlich. Und ich denke, ihr habt in eurem Leben auch schon erlebt, dass wenn Gott segnet, dann kann man wie David sagen, mein Becher fließt über. Ja, in Psalm 23. Und jetzt kommt in Vers 39 im Grunde genommen noch eine Notiz im Grunde, es ist eigentlich mehr eine Erklärung sozusagen, ja? Während Vers 37 und 38 uns berichten, was genau
an dem Tag passierte, wo Jesus war und was er gesagt hat, ist Vers 39 eher so eine Art Kommentar. Ja, ein Kommentar von Johannes. Und wir werden sehen, ein Kommentar, den er halt dann erst dann geschrieben hat, als er halt dieses Buch geschrieben hat. Wer mag mal in Vers 39 lesen? Dann Johannes 7, Vers 39. Ganz genau. Wenn ihr euch den Vers genau anschaut, wann muss der Vers offensichtlich geschrieben worden sein? Genau, der diesen Vers schreibt, hat später erlebt, wie der Heilige Geist gekommen ist. Ja, und jetzt schaut er zurück, also Johannes schreibt das Evangelium ja Jahrzehnte später, am Ende seines Lebens, und er schaut jetzt zurück und sagt, ha, als Jesus das damals sagte, ja, damals war der Heilige Geist noch nicht gekommen, aber jetzt ist er ja gekommen, ja, und jetzt ist Jesus verherrlicht. Und deswegen sagt er jetzt, Jahrzehnte später, als Jesus das gesagt hat, hat er schon auf das hingewiesen. Im Grunde genommen zeigt dieser Vers 39, also mit anderen Worten kann man sagen, Vers 37 und 38 sind eine Prophezeiung in gewisser Weise auch, ja, eine Verheißung, eine Prophezeiung, die eine besondere Erfüllung findet. Nämlich wann? Wodurch erfindet sie, also sie erfüllt sich bei jedem Menschen, der das annimmt natürlich, aber in welchem Maße findet sie eine besondere Erfüllung hier nach diesem Vers 39? Weil Vers 39 sagt ja, das hat sich dann später erfüllt. Ja? Das ist sozusagen jetzt, wo Johannes das Evangelium schreibt. Naja, schauen wir uns zuerst einmal genau an. Er sagt, das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da. Was heißt das, der Heilige Geist war noch nicht da? Gab es den Heiligen Geist hier noch nicht? Was heißt, der Heilige Geist war noch nicht da? Er wird noch kommen oder er würde dann irgendwann kommen, ja? Hat es den Heiligen Geist schon auf der Erde gegeben, ja oder nein? Hm? Ja? Nein? Ja. Woher wissen wir, dass es den Heiligen Geist auf der Erde schon gegeben hatte? Ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Es war noch nichts anderes auf der Erde, der Heilige Geist war schon da, nicht wahr? Die Erde war wüst und das ist ein interessanter Punkt, nicht wahr? Der Heilige Geist ist das allererste. Alles andere kam später eigentlich, nicht wahr? Die habe ich gar nicht mehr nachgedacht, das ist vollkommen richtig. Die Erde war wüst und leer und finster. Finsternis lag auf der Tiefe und es heißt, aber und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Also eigentlich kann man sagen, von allen Dingen, die es gibt auf der Erde, war der Heilige Geist als erstes da. Das ist ein richtig guter Punkt. Gibt es andere Bibelverse, die deutlich machen, dass der Heilige Geist schon präsent war, lange, lange, lange vor diesen Versen hier? Und an den Menschen gewirkt hat, um sie zur Umkehr zu bringen. Johannes der Täufer, ja, als Johannes der Täufer predigte, passierte etwas bei einer besonderen Taufe. Da gab es eine besondere Taufe. Was war die besonderste Taufe, die bedeutendste Taufe, die Johannes der Täufer gemacht hat? Er hat Jesus getauft. Und was passierte bei der Taufe von Jesus? Da kam der Heilige Geist, ja. Also, man kann nicht auch, also wir sehen, der Heilige Geist war schon immer da. Und in dem Fall kam er jetzt wieder auf Jesus, können wir gleich noch drüber sprechen. Erinnert euch vielleicht an die Geschichte von der Sintflut, Noah. Da sagt es, dass Gottes Geist nicht ewig an den Menschen wirken würde. Weil Gottes Geist hat die böse Menschheit versucht zur Umkehr zu bringen, was Gottes Geist halt tut. Aber Gott hat gesagt, es gibt ein Ende der Gnadenzeit, ein Punkt, wo eine Frist ist und dann würde der Geist sich zurückziehen. Wie viel Jahre hatte Gott den Menschen gegeben zur Umkehr? In 120 Jahre. Ja? So lange sollte der Geist an ihnen wirken. Nach 120 Jahren kam die Sintflut. Ja? Und dann zog sich der Geist von diesen Menschen zurück. Aber daran sehen wir, der Heilige Geist hat schon immer an Menschen gewirkt. Ja? Ja? Genau, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Genau, Joel 3 ist auch so eine Prophezeiung über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Also, was meint denn Johannes,
wenn er sagt, der Heilige Geist war noch nicht da, wenn wir gerade gesehen haben, richtigerweise, den Heiligen Geist gibt es schon seit Anfang der Erde auf der Erde. Was meint er? Das muss ja dann irgendwas Besonderes bedeuten, oder? Er spricht von Pfingsten. Pfingsten. Was bei Pfingsten passiert? Da gibt es die Ausgießung des Heiligen Geistes. Da kommt der Heilige Geist in Vollmacht auf wen? Auf die Jünger, auf die Gemeinde. Jetzt müssen wir Folgendes verstehen. Das bedeutet nicht, dass der Heilige Geist vorher nicht da gewesen ist. Das kann man vielleicht am besten zeigen am Leben von Jesus. Ab wann war denn Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt? Noch bevor er geboren war, war er vom Heiligen Geist erfüllt. Also wir haben, also von der Empfängnis, ja, seit dem Moment, wo Maria schwanger war, war Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja? Denn er wurde ja vom Heiligen Geist gezeugt. So, die Empfängnis. Und als er dann geboren war, war er dann immer noch vom Heiligen Geist erfüllt? Schaut mal in Lukas 2. Genau, in Lukas 2 heißt es, Vers 40, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, ja, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Also wir haben als Kind ist vom Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, was passiert denn jetzt, als er getauft wird? Denn bei seiner Taufe heißt es, dass der Heilige Geist in sichtbarer Gestalt auf ihn kam. Heißt das, dass es hier ein anderer Heiliger Geist ist als da? Nein, es gibt nicht zwei Heilige Geister, es ist nur ein Heiliger Geist. Also was soll das dann darstellen? Es ist ein Zeichen. Okay, es ist ein Zeichen. Das ist schon sehr gut. Es ist also nicht so, dass ihm hier der Heilige Geist gefehlt hätte, dass er noch irgendwie einen Zusatz brauchte, weil er vorher irgendwie sündig wäre oder so. Ganz und gar nicht. Er war ja sündlos sogar nicht. Und trotzdem bekommt er hier den Heiligen Geist in einem besonderen Maß. Und die Frage ist jetzt, wofür stand dieses Zeichen bei der Taufe? Was sollte das ausdrücken? Ja? Es sollte ausdrücken, dass er Gottes Sohn ist, ganz genau. Das war ja im Grunde genommen eigentlich auch schon seit seiner Empfängnis, oder? Das war noch meine Bestätigung. Gott, der Vater, spricht ja und sagt, du bist mein geliebter Sohn. Es war ganz sicher eine Salbung, denn die Bibel sagt, dass er gesalbt worden ist mit Heiligen Geist und Kraft. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Es war eine Salbung. Und wie nennt man einen Gesalbten? Ein Messias. Das ist hebräisch Messias. Er war gesalbt worden. Er bekommt den Heiligen Geist für eine Aufgabe. Also, es gibt verschiedene Aspekte des Wirkens des Heiligen Geistes. Es gibt den Heiligen Geist, der an uns wirkt, um uns von der Sünde zu Gott zu führen. Diese Funktion des Heiligen Geistes brauchte in dem Sinne Jesus nie, weil er hat nie in der Sünde gelebt. Ja? Dann gibt es das Wirken des Heiligen Geistes in uns, sobald wir die Tür aufgemacht haben, wo er die Gesetze Gottes, unser Herz schreibt und wo er uns bewahrt vor dem Bösen, ja, wo er uns stärkt und heiligt. Das ist das, was Jesus seit seiner Empfängnis erlebt hat. Nicht wahr? Der Heilige Geist hat in ihm gewirkt. Aber dann gibt es auch das Wirken des Heiligen Geistes, dass er bestimmte Gaben gibt und bestimmte Fähigkeiten. Ja? Es kann also sein, dass ich ein gläubiger Christ bin und mit dem Heiligen Geist verbunden bin, aber irgendwann entscheidet Gott, dass ich jetzt für eine bestimmte Aufgabe eine bestimmte Gabe benötigen könnte, eine bestimmte Fähigkeit er mir geben möchte, und auch das geschieht durch den Heiligen Geist. Erinnert euch vielleicht, dass durch wen ist die Stiftshütte, da gab es zwei Männer, nicht wahr, die Stiftshütte gebaut haben.
Und wie wurden die befähigt, dass sie die Stiftshütte bauen konnten? Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das heißt nicht, dass sie vorher nicht gläubige Menschen waren, sondern sie brauchten für eine bestimmte geistliche Aufgabe, eine bestimmte geistliche Fähigkeit. Und die kam vom Heiligen Geist. Ähnlich wird es auch gesagt, als Mose die 70 Ältesten dann also in einen Teil der Aufgaben, der Leitungsaufgaben übertragen sollte, da wird auch gesagt, dass von dem Geist von Mose auf sie übertragen wird. Das heißt nicht, dass Mose jetzt plötzlich weniger Geist hat. Das heißt auch nicht, dass die vorher geistlos waren. Es heißt nur, dass sie für ihre Leitungsaufgabe, für die Aufgabe, die sie hatten, jetzt das Nötige empfingen, um das tun zu können. Was also wiederum bedeutet, was war die Aufgabe, die Jesus jetzt beginnen sollte, die er vorher zumindest in dem Maße nicht ausgeführt hatte, hier zur Taufe? Welche Aufgabe begann jetzt? Wofür wurde er gesalbt? Für welche Aufgabe? Für den öffentlichen Dienst. Weil was hat er vorher gemacht, bevor er getauft wurde? Er war Zimmermann, oder? Er hat als Zimmermann, dort wo er war, war er ein Licht. Ja? Er war immer ein im wahrsten Sinne des Wortes ein Kind Gottes. Ja? Aber mit der Taufe beginnt er seinen öffentlichen Dienst. Er ist nicht mehr Zimmermann, er ist jetzt Prediger, Wanderprediger. Er geht umher, er lehrt, er predigt, er heilt. Ja? Und für diese Aufgabe wird er jetzt besonders gesalbt. Deswegen heißt es nicht mal, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Jesaja 61, was er dann in Lukas 4 auf sich bezieht. Wir haben hier also den Aspekt, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes bei der Taufe, da ging es nicht so sehr darum, seinen eigenen Charakter zu vervollkommnen, der war sogar vollkommen schon, sondern es ging darum, ihn für eine bestimmte missionarische Aufgabe zu befähigen. Und das ist interessant, weil worum geht es bei Pfingsten? Was war der Sinn der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten? Ja? Das war die Verkündigung. Es war nicht so, dass bis zum Pfingsttage die Apostel zerstritten waren und dass durch die Ausgießung des Geistes die plötzlich miteinander Freunde waren, sondern das mussten die schon vorher machen. Ja? Sie mussten vorher geheiligt werden. Durch wen ist das wohl geschehen? Also wer hat dazu geführt, dass sie in den 10 Tagen vorher ihre Sünden bekannt haben? Der Heilige Geist, oder? Wer hat dazu geführt, dass sie in den 10 Tagen vorher sich vergeben haben? Der Heilige Geist, dass sie geistlich gewachsen sind, das war der Heilige Geist. Ja? Der Heilige Geist hat die ganze Zeit gewirkt, aber jetzt wird ein Zeichen gegeben, dass der Heilige Geist sozusagen jetzt nicht nur sie selbst gereinigt hat, sondern jetzt durch sie wirken kann. Was hat Jesus gesagt? Aus ihnen werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und was passiert am Tag zu Pfingsten? Der Heilige Geist kommt in Vollmacht auf die Jünger und was passiert? Sie sprechen Fremdsprachen, ja, und überbrücken eine ganze Reihe von Barrieren in einem Nu. Ja? Und plötzlich kann man das Evangelium auf Elamisch und auf Kappadokisch und auf Latein und auf Griechisch und in allen möglichen Sprachen hören, wo die Jünger wahrscheinlich vorher nur so ein bisschen Aramäisch, vielleicht ein bisschen Hebräisch, Griechisch, ja, nicht viel konnten. Und plötzlich geht es in alle Sprachen in die ganze Welt. Die Ausgießung des Heiligen Geistes befähigt hier also für eine besondere missionarische Aktivität. Ja? Weiß jemand von euch, wie in der biblischen Typologie des Ackerbaus und der Landwirtschaft diese Ausgießung des Heiligen Geistes genannt worden ist? Vom Frühregen, ja? Ihr habt vielleicht vom Frühregen gehört. Und wie heißt der andere? Der Spätregen. Ja? Der Frühregen, der sorgt dafür, dass die Ernte, dass die Pflanzen keimen, dass es losgeht zu wachsen. Und dann regnet es auch immer wieder dazwischen, ja, damit die Pflanzen wachsen und gedeihen. Und dann gibt es den Spätregen, der ist für die Ernte, um die Frucht zur Reife zu bringen, das Korn. Und so gibt es zur besonderen Ausgießung des Heiligen Geistes, dem Frühregen auf die Gemeinde Gottes,
die sozusagen weltweit jetzt ihren Missionsauftrag beginnt, auch ein Äquivalent, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes am Ende, den Spätregen, auf die Gemeinde Gottes, die damit die Mission vollendet, zu Ende bringt. Wenn ihr das verstanden habt, dann versteht ihr jetzt, dass der Spätregen nicht dazu da ist, dass ich meine Sünden erstmal anfange zu erkennen und zu überwinden. Und dass ich jetzt warte, naja, wenn der Spätregen kommt, dann werde ich ein richtig eifriger Christ. Und wenn der Spätregen kommt, dann kann ich mich mit meinen Geschwistern versöhnen. Und wenn der Spätregen kommt, dann werde ich mich für geistliche Dinge interessieren. Wenn jeder Jünger, der so gedacht hätte vor Pfingsten, der hätte Pfingsten nicht erlebt. Also wenn Petrus gesagt hätte, ja, ihr betet mal, aber ich warte noch, bis der Frühling kommt. Jesus hat ja versprochen, der Heilige Geist wird ausgegossen. Und wenn der Heilige Geist ausgegossen wird, dann kann ich meine Sünden bekennen. Wenn er das gesagt hätte, hätte er niemals den Heiligen Geist hier empfangen. Er musste das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben zulassen, sodass er dann vorbereitet war für die Ausgießung des Frühlings. Auf die gleiche Art und Weise müssen wir das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben zulassen. Ansonsten werden wir nicht mitbekommen, wie der Spätregen fällt. Und das heißt, dass wenn wir nicht für uns persönlich sicherstellen, dass Jesus unser bester Freund ist, wenn wir sozusagen immer nur davon leben, dass wir theoretisch etwas wissen und prophetisch ahnen, was kommt, wenn wir nicht uns wirklich von Herzen danach sehnen, dass Jesus in unserem Herzen wohnt, dann sind wir in großer Gefahr. Dann warten wir auf die Ausgießung des Heiligen Geistes in der Zukunft und würden es nicht mal mitbekommen, wenn es passiert, weil wir gar nicht vorbereitet sind. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Die Ausgießung des Spätregens in der Zukunft ersetzt nicht das Wirken des Heiligen Geistes jetzt. Denn was der Spätregen möchte, oder was Gott möchte durch den Spätregen, ist vielmehr, dass endlich das Evangelium wohin getragen wird? In die ganze Welt. Gibt es da Barrieren, ja oder nein? Gibt es Barrieren dafür? Große Barrieren, ja. So wie es hier große Barrieren für die Erfüllung des Missionsauftrages gab. Aber der Heilige Geist kann in Kürze das durchbrechen, was mit menschlichen Methoden ewig gedauert hätte. Ja, wenn die jetzt alle erstmal die Sprachen gelernt hätten, die hätten Jahre gebraucht. Es ging innerhalb von einem Tag. Und so gibt es heute viele Barrieren und Schwierigkeiten, mit denen wir vielleicht in der Mission zu kämpfen haben, aber wenn der Spätregen kommt, wird das sehr schnell vorangehen. Ja, die letzten Ereignisse werden sehr schnell vorangehen, ist uns gesagt worden. Und das ist also ein ganz wichtiger Gedanke hier. Also nochmal zurück zu Johannes 7. Jetzt, wo wir also verstanden haben, dass hier Johannes also deutlich macht, diese Einladung von Jesus ist natürlich eine Einladung zur persönlichen Erweckung, zur persönlichen Bekehrung, aber sie weist auch schon voraus auf das, was dann zu Pfingsten passiert. Niemand, der von Jesus erreicht wird mit dem Evangelium, wird sich verschließen, ja, wie wir gesehen haben im Offenbarungsseminar. Ja. Wer ein Licht anzündet, der lässt es nicht alleine stehen. Die das Evangelium annehmen würden, die trinken würden, würden Ströme lebendigen Wassers weitergeben. Und wenn ihr mal den Petrus stehen seht und Johannes auf dem Marktplatz von Jerusalem, das sind Ströme, die da fließen. Ja? Also sehr, sehr starke Ströme. Ja? Das hat die Leute buchstäblich mitgerissen, was sie da gehört haben. Jetzt, das ist natürlich die Erfüllung von, schauen wir nochmal zurück, in Sprüche Kapitel 1, Vers 23, dass wir uns nochmal das in Erinnerung rufen. In Sprüche Kapitel 1, Vers 23. Und da sehen wir, dass das, was Jesus hier sagt, schon im Alten Testament vorhergesagt gewesen ist und im Prinzip auch schon im Alten Testament erlebt werden konnte von jedem, der geglaubt hat. In Sprüche 1, Vers 20 heißt es, die Weisheit ruft draußen laut.
öffentlich lässt sie ihre Stimmen hören. Da haben wir gesehen, das ist ein Typus auf Jesus, der die Weisheit ist, der sich dort in Jerusalem auf den Marktplatz oder irgendwo hinstellt und laut ruft. Vers 21, auf den Plätzen im ärgsten Straßenlärm schreit sie. Also damals in Jerusalem muss es ziemlich turbulent zugegangen sein. Ja? Also wenn da alle Leute zusammenkamen, da waren manchmal bis zu 1 Million Leute in der Stadt. An den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben? Und ihr spürt der Lust im Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen, kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, ich will euch meine Worte verkünden. Also was muss ein Mensch tun, um diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu erleben? Muss Buße tun, die Zurechtweisung achten, den Tadel von Jesus annehmen. Weil Jesus hat, jeder Mensch, der zu Jesus kommt, wird feststellen, dass er nicht perfekt ist. Je näher man zu Jesus kommt, desto mehr stellt man fest, wie sehr man nicht perfekt ist. Und jetzt kommt es darauf an, dass ich und dass du, dass wir hören, was Jesus uns zu sagen hat. Und dass wir den Tadel annehmen, dass wir umkehren. Das heißt, ich dachte bisher, das ist gut, jetzt stelle ich fest, Jesus sagt, nee, ist gar nicht gut. Ich kehre um. Ja? Ich dachte, ich kann das ohne Probleme machen, Jesus sagt, mach das lieber nicht. Ich kehre um. Wenn ich weitergehe, dann ist Rebellion. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Ganz genau, diese Buße ist ein Geschenk, deswegen sagt ja der Petrus auch, kurz nach Pfingsten sagt er ja, dass Jesus sowohl Buße als auch Vergebung Israel gewähren möchte. Ganz genau, sehr richtige Beobachtung. Schauen wir noch ein paar Texte an im Alten Testament. Jesaja 32 und dort Vers 15. Das Alte Testament spricht häufiger vom Heiligen Geist, als man vielleicht vermuten möchte. Jesaja 32 und dort Vers 15. Und da wird deutlich, was der Geist bewirken kann. Jesaja 32 und dort Vers 15, dort heißt es, so lange, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, dann wird die Wüste zum Fruchtgarten und der Fruchtgarten wird wie Wald geachtet werden. Wenn der Geist ausgegossen wird, dann verändert sich alles zum Positiven. Jesaja 44 und dort Vers 3. Jesaja 44, Vers 3 haben wir, glaube ich, auch schon an einer Stelle mal kurz gelesen hier in den letzten Wochen. Jesaja 44, Vers 3, dort heißt es, denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Jesus sagt ja, wenn wen jemand dürstet, der komme zu mir. Und dann Ströme lebendigen Wassers, nicht wahr? Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Das ist interessant. Jesaja sagt ja, nicht wahr? Könnt ihr sehen? Ich werde Wasser gießen, Ströme gießen. Ich werde meinen Geist. Jetzt steht also Jesus da und sagt, wenn jemand dürstet, der komme her und trinke. Und aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers kommen. Woher wusste Johannes Jahrzehnte später, dass er mit dem Wasser und den Strömen den Heiligen Geist gemeint hat? Aus Jesaja. Aus Jesaja, weil er lesen konnte, diese Ströme und dieses Wasser für die Durstigen, das ist sein Geist. Ja, also es war jetzt nicht die Privatinterpretation von Johannes, der sagt, als Jesus da vom Wasser gesprochen hat, vielleicht hat er den Heiligen Geist gemeint, ja, wäre ja schön. Sondern, das ist interessant, wenn man da mal ein bisschen das nachvollzieht, dann stellt man fest, die Jünger kannten das Alte Testament sehr gut dann irgendwann, ja, und haben, so wie Jesus, dann gesehen, wie das Evangelium die Erfüllung alttestamentlicher Prophezeiung ist. Der Geist als Wasser dargestellt. Und noch jemand, du hast es schon gesagt, genau, in Joel Kapitel 3. Und da haben wir auch genau diesen Zusammenhang sehr schön beschrieben. In Joel 3 und dort Vers 1. Das ist ja schon vorgelesen, Joel 3 und dort Vers 1. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße. Über wen? Über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben
eure jungen Männer werden Gesichter sehen und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Frag an euch, kann sich jemand von denen, die schon seit einigen Jahren hier sind, daran erinnern, was in Joel das große Problem ist? Wir haben vor 3 Jahren haben wir mal eine Predigtserie hier gehabt über das Buch Joel. Wisst ihr noch, was das große Problem in Joel ist? Das Buch Joel hat 2 Hälften. Vielleicht könnt ihr euch daran noch erinnern. Es gibt in Joel 2 Hälften. Es gibt genau 73 Verse. Und es gibt genau in der Mitte einen Vers, der das Buch in genau 2 Hälften teilt. In der ersten Hälfte gibt es eine landwirtschaftliche Katastrophe. Die Heuschrecken sind gekommen. Weiß jemand von euch, wie oft die Heuschrecken gekommen sind? 4-mal. 4-mal kommen die Heuschrecken, fressen alles kahl. Es fehlt an Wasser, alles ist ausgedörrt, das Feuer hat die Auen verzerrt. Es gibt keine Hoffnung auf Ernte. Ja? Was soll das Volk dann machen? Das Volk wird zusammengerufen in Joel zum Berg Zion, zum Tempel Gottes. Und was sollen sie tun? Sollen beten. Sollen beten, gemeinschaftlich beten, ihre Herzen zerreißen und nicht ihre Kleider. Ja, das ist genau das, was übrigens dann die Jünger hier gemacht haben. Und dann, wenn sie beten, heißt es in Vers 18, und jetzt seht ihr gleich den Zusammenhang, in Vers 18, wir lesen Vers 17 vielleicht, die Priester, Vers 17, in Kapitel 2, die Priester, die Diener des Herrn, sollen zwischen der Halle und dem Altar weinen und sagen, Herr, habe Mitleid mit deinem Volk und gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis, dass die Heidenvölker über sie spotten. Warum soll man nun unter den Völkern sagen, wo ist nun ihr Gott? Das ist also das Gebet, ja, verlass uns nicht, hilf uns, rette uns. Und was ist die Antwort? Vers 18, jetzt die zweite Hälfte des Buches Joel. Dann gerät der Herr in Eifer für sein Land und hat Mitleid mit seinem Volk. Er sagt, und der Herr wird antworten und seinem Volk sprechen, siehe, ich sende euch Korn, Most und Öl, dass ihr davon satt werden sollt und ich will euch nicht mehr der Beschimpfung preisgeben unter den Heidenvölkern. Und dann springt mal zu Vers 23. Und ihr Kinder Zions, frohlockt und freut euch über den Herrn, euren Gott, denn er gibt euch den Frühregen in rechtem Maß und er lässt euch am ersten Tag Regenguss herabkommen, Frühregen und Spätregen. Das heißt, also das Bild im Buch Joel ist eigentlich das von Ernte. Ernte ist in Gefahr, Ernte wird gesichert. Als das Volk sündigt, scheint es keine Ernte geben zu können. Die Heuschrecken kommen 4-mal hintereinander, alles ist verzehrt, alles ist Katastrophe. Ja, der Tag des Herrn ist eine riesige Bedrohung. Als das Volk zusammenkommt und betet, ändert sich alles 180 Grad. Ja? 100%. Und plötzlich wird Gott dafür sorgen, dass es doch eine Ernte gibt. Ja? Und er sagt sogar, dass die Jahre, die die Heuschrecken verfressen haben, dass er sie zurückerstatten wird. Und Frühregen und Spätregen kommen zu ihrer Zeit und der Tag des Herrn, das sieht man in Kapitel 4, der Tag des Herrn ist keine Bedrohung mehr, sondern eine Rettung. Ja? Weil jetzt die Israeliten auf der richtigen Seite sind. Weil es gibt im großen Kampf nur 2 Seiten. Ja? Entweder man ist auf der Seite Satans, dann ist der Tag des Herrn eine Bedrohung, weil man Sünder ist. Oder man ist auf der Seite Gottes, man ist erlöst, dann ist der Tag des Herrn eine Befreiung. Ja? Also eigentlich ändert sich nicht die Umstände, eigentlich ändert sich das Volk. Ja? Und dadurch ändern sich auch die Umstände für sie sozusagen. Und dieses Bild von Frühregen und Spätregen wird jetzt erklärt. Joel 3, Vers 1 ist eigentlich die Erklärung sozusagen. Ja? Gott verspricht, es wird Regen geben für das Land und das soll euch zeigen, ich will meinen Geist ausgießen. Ja. Und da sieht man sehr deutlich wieder, dass hier Jesus auch, und dass Johannes das verstanden hat, dass diese Rede von Jesus mit dem Wasser, das sättigt und tränkt, dass das mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Der Johannes hat ja das selbst miterlebt, dass sie damals vor Pfingsten genau das gemacht haben, was hier steht. Ich weiß, sie sind zusammengekommen als Jünger, haben im Obergemach gebetet und ihre Sünden bekannt, ihre Herzen zerrissen und der Heilige Geist kam. Es hat sich genau erfüllt, wie es in Joel steht. Und ich denke, es wird sich auch genauso erfüllen, wie es in Joel steht, am Ende der Zeit. Es wird so aussehen, als ob alles zusammenbricht. Es wird so aussehen, als ob es keine Ernte gibt. Es wird so aussehen, als ob die Gemeinde fällt.
Es wird so aussehen, als ob man nur noch trauern und wehklagen kann. Aber wenn Gottes Volk zusammenkommt und betet und die Herzen zerreißt und nicht einfach nur, ah ja, wir müssen jetzt wieder Erweckung Reformation machen, ja, wir müssen jetzt einfach ein Gebetsseminar machen, ja, so ein bisschen, sondern wirklich das eigene Denken, was ist Herzen zerreißen, heißt das eigene Denken zerreißen. Ich denke immer so, nein, ich kann nicht mehr so denken, weil Gott zeigt mir, ich sollte anders denken. Ich kann nicht mehr so toll über mich denken. Das Denken zerreißen, sozusagen, dann wird Gott genauso seinen Heiligen Geist geben wie damals. Und das Werk wird schnell vorangehen. Ja? Damals haben sie ohne alle Technik, ja? Die hatten nicht mal gedruckte Bücher, die mussten mit Tinte auf Pergament oder auf Papyrus schreiben, haben das Evangelium in einer Generation bis an die Enden der damals bekannten Welt gepredigt. Was könnten wohl wir erreichen, wenn der Heilige Geist in Fülle ausgegossen wird? Und das ist, was hier Johannes beschreibt. Und übrigens, dass wir den Punkt gut verstehen, wann hatte Jesus gesprochen, wen dürstet, der komme zu mir und trinke? Am letzten Tag des Festes, im Jahre 30, war das vor oder nach Pfingsten? War das vor oder nach Pfingsten? Vor Pfingsten, ja? Das war vor der Kreuzigung. Jesus hat nicht gesagt, wenn jemand dürstet, der warte noch gutes halbes Jahr, 7, 8 Monate, wartet noch ein bisschen, dann kommt der Heilige Geist. Sondern Jesus sagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir. Ab wann kann man von Jesus die Erlösung haben? Jetzt. Und trotzdem sagt Johannes, das war sozusagen die Vorbereitung auf das, was dann zu Pfingsten geschehen würde. Übrigens, was ist eigentlich das Besondere an Pfingsten? Was ist denn eigentlich zu Pfingsten passiert? Warum ist denn der Heilige Geist ausgegossen worden? Das stimmt. Aber es gab noch andere Situationen in der Geschichte der Menschheit, wo Menschen wirklich, das Volk Gottes, Buß und Reue getan hat und auch der Heilige Geist gewirkt hat, aber es nicht eine solche Ausgießung des Heiligen Geistes gegeben hat. Das war ja ganz besonders, oder? Was ist passiert an dem Tag? Also, was wurde ausgegossen? Der Heilige Geist. Als der Heilige Geist hier ausgegossen worden ist, bei der Taufe, auf wen wurde er ausgegossen? Jesus. Auf Jesus. Ganz genau. Hier wurde er ausgegossen auf? Die Jünger. Genau. Als er hier ausgegossen worden ist, wurde Jesus mit dem Heiligen Geist gesalbt, oder? Okay. Er war der Gesalbte. Er wurde gesalbt für seinen Dienst auf Erden. Und die Jünger haben davon profitiert. Ja, die Jünger haben davon profitiert, aber es ging nicht eigentlich um die Jünger, es ging um Jesus. Auch hier geht es eigentlich nicht um die Jünger, obwohl sie davon profitiert haben. Jesus beginnt einen neuen Dienst. Er ist jetzt nicht mehr der Wanderprediger auf der Erde, der am Kreuz sterben wird. Er ist jetzt, was ist jetzt sein Dienst? Er ist im himmlischen Heiligtum, ist er hohe Priester. Und womit beginnt der hohe Priester seine Arbeit? Was war das allererste, was mit dem hohen Priester geschah, bevor seine Arbeit begann? In 2. Mose 40, als der hohe Priester die Stiftshütte, als die Stiftshütte eingeweiht wurde, was geschah mit dem hohen Priester? Es gab Opfer, genau, und noch bevor es die Opfer gab, was wurde mit dem hohen Priester gemacht? Er wurde gesalbt. Er wurde wieder gesalbt. Jesus wurde erneut gesalbt sozusagen. Er wurde hier gesalbt mit dem Heiligen Geist. Die Jünger haben davon profitiert, auf der Erde. Er wird hier gesalbt im himmlischen Heiligtum. Und die Jünger profitieren davon. Es gibt einen ganzen Psalm, könnt ihr mal nachlesen, Psalm 133, der in 3 Versen das alles zusammenfasst. Ganz großartiger Psalm, haben wir heute nicht die Zeit zu. Das heißt,
das Ereignis zu Pfingsten war ja nicht, Petrus hat ja nicht gesagt, kommt her zu mir. Johannes hat nicht gesagt, ich bin der Tolle, sondern was haben wir gesagt? Kommt zu Jesus. Jesus ist zwar gekreuzigt worden, ihr denkt vielleicht, er ist tot, aber er ist auferstanden und er ist jetzt wo? Er ist zur Rechten der Majestät. Ja? Die Bürde von Johannes und Petrus und allen anderen war ja, die Menschen zu Jesus zu bringen, weil er jetzt als der der Gekreuzigte und Auferstandene im himmlischen Heiligtum für sie sprechen würde. Das heißt, dieser Satz von Jesus, wen jemand dürstet, der komme zu mir, hatte nicht nur die Bedeutung, dass an dem Tag Menschen zu ihm kommen konnten, was natürlich möglich war, sondern er wollte damit auch sagen, wer immer du bist in den nächsten 2000 Jahren, wenn du geistlichen Durst hast, wo musst du hin? Zu Jesus, aber wo ist Jesus? Im Heiligen, also erst im Heiligen damals und jetzt im Allerheiligsten, im himmlischen Heiligtum. Und wie kommen wir da hin? Ja, durch den Glauben, nicht wahr? Durch den Glauben, mit Freimut können wir zum Gnadenthron hinzutreten. Und das wird uns erklärt und vermittelt durch den Heiligen Geist, seinen Stellvertreter hier auf der Erde. Und deswegen spricht es hier von dem Heiligen Geist. Wenn der Heilige Geist, der in meinem Leben wirkt, in deinem Leben wirkt, hat einen Wunsch, dass wir im Glauben zum Gnadenthron gehen. Dass wir im Glauben uns darüber bewusst machen, dass Jesus jetzt im himmlischen Heiligtum für mich und für dich eintritt. Und ich glaube, ganz ehrlich, jedenfalls geht es mir so, vielleicht dir auch, wir machen uns zu wenig Gedanken darüber. Dass wir, wenn wir durch den Alltag gehen, uns darüber Gedanken machen, dass Jesus für mich jetzt gerade im himmlischen Heiligtum da ist, weil das heißt nämlich, egal wo ich bin, ich kann immer zu Jesus gehen. Ja? Ich muss nicht erst eine Reise machen nach Jerusalem, ich muss nicht erst zu einem Tempel gehen, sondern wo immer ich bin, weil es ja nur noch Glauben erfordert, kann ich im Glauben direkt verbunden sein mit der Quelle. Nicht wahr? Und weil ich das glaube und weil der Heilige Geist das in mein Leben hineinbringt, kann ich immer verbunden sein mit der Quelle. Ströme des lebendigen Wassers werden aus meinem Leib fließen. Also, ihr seht, was eigentlich hier der Gedanke dabei gewesen ist. Schauen wir noch ganz kurz in Epheser Kapitel 1, und das sind Gedanken, die kann man immer weiter ausdehnen und tiefer studieren. Wir müssen zum Schluss kommen. In Epheser Kapitel 1 und dort Vers 13 und 14. Ah, ihr könnt Epheser schon einen Finger drin lassen. Ich wollte nur ganz kurz, dass ihr das seht in Apostelgeschichte 3. Nur, dass ihr mir das auch glaubt, in Apostelgeschichte 3 und dort Vers 13. Das ist um die Pfingstzeit herum, wo jetzt Petrus sagt in Apostelgeschichte 3, Vers 13, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Ja, weil in Johannes haben wir gelesen, der Heilige Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und jetzt sagt hier der Petrus, der Heilige Geist ist gekommen, Gott hat Jesus verherrlicht. Er hat ihn im himmlischen Heiligtum in seinen Dienst eingeführt. Und nur, dass ihr das seht, das hat also der Petrus auch selbst unter Inspiration des Heiligen Geistes gesagt. Jetzt Epheser 1, Vers 12 und 13. Damit schließen wir für heute. 13, 14, Entschuldigung. Epheser 1, Vers 13 und 14. Da geht es um Christus, um Jesus. In Vers 13 von Epheser 1, das heißt in Vers 13, in ihm seid auch ihr. In ihm seid auch ihr. Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Heilige Geist der Verheißung heißt, das ist der Heilige Geist, den Jesus verheißen hatte. Ja, er hatte gesagt, der Heilige Geist wird kommen. In besonderer Weise. Und mit dem sollen wir versiegelt werden. Jetzt kommt Vers 14. Der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Was ist unser Erbe? Was ist das Erbe, von dem er hier spricht? Er sagt ja, der Heilige Geist ist das Unterpfand des Erbes. Klären wir erst, was ist das Erbe? Was sollen wir erben? Was werden wir erben? Das ewige Leben? Was noch? Wir werden bei Jesus sein. Wir werden alles erben, sagt die Bibel nicht. Ja? Die ganze Erde, das ewige Leben. Wenn wir von Abraham heißt es, dass er der Erbe der Welt sein sollte.
Das ewige Leben, der Himmel, die neue Erde, das ist unser Erbe, oder? Gegenwart Gottes, das dürfen wir erben. Und was ist ein Unterpfand? Ein Unterpfand ist eine Anzahlung. Da habe ich noch nicht alles bekommen, aber ich habe schon mal einen Teil bekommen. Der Heilige Geist ist eine Anzahlung auf den Himmel. Der Heilige Geist ist eine Anzahlung auf das ewige Leben. Wenn du wissen willst, wie wird es auf der neuen Erde sein? Wie wird das Leben im Himmel sein? Wie ist es in der Gegenwart Gottes zu leben? Dann haben wir eine wunderbare Anzahlung, einen Testlauf, wo wir das merken können, testen können, spüren können, erleben können, schon mal sozusagen eine Art Vorgeschmack auf den Himmel haben können durch das Wirken des Heiligen Geistes. Glaubt ihr, dass man auf der neuen Erde noch dürsten wird? Jesus sagt, wenn ihr von diesem Wasser trinkt, nicht wahr? Den wird nicht dürsten, sondern das Wasser, das in dir, wird zu einer Quelle werden, das bis ins ewige Leben quillt, sagt er zu der Frau. Weil das eine Anzahlung ist und eine Anzahlung hat die Angewohnheit, wenn sie von jemandem kommt, der seriös ist, da kommt der Rest hinterher, oder? Jesus gibt uns nicht etwas, um zu sagen, hier, aber du kriegst es nicht. Er gibt uns den Heiligen Geist, um uns einen Vorgeschmack zu geben, um uns vorzubereiten auf den Himmel. Und ist nicht wunderbar, wenn wir darüber nachdenken, dass wir diese Anzahlung frei bekommen können, nicht wahr? Wie Jesaja 55 sagt, wenn du dürstest, kommt her. Warum gebt ihr Geld aus für Sachen, die nicht satt machen? Kommt her, ihr werdet leben. Ihr werdet euch die ewigen Gnadengüter Davids. Das ist so wunderbar. Kann man so viele Sachen sagen. Wollen wir Jesus bitten, heute, an diesem Tag, dass er uns reichlich von seinem Heiligen Geist gibt? Weil das ist eine Gabe, die kann man nie erschöpfen. Und dass wir gestärkt werden und diese Anzahlung an den Himmel in vollen Zügen ausschöpfen. Lass uns gemeinsam niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, bitte vergib uns, weil wir viel zu wenig über das, was wir gerade gesagt haben, nachdenken. Viel zu wenig uns Gedanken machen und wir sind oft auch wahrscheinlich einfach viel zu beschränkt, um zu verstehen, was das eigentlich wirklich bedeutet, was hier du uns sagen lässt. Aber Herr, wir spüren, dass du zu uns gesprochen hast und uns deutlich gemacht hast, dass es für uns sehr gut möglich ist, in dieser verrückten Welt ein Leben zu leben, das bereits die Atmosphäre des Himmels atmet. Und dass wir hier schon auf diesem Planeten in einer direkten Verbindung mit dir sein können, auch wenn um uns herum die Welt auseinanderzubrechen droht, dass wir nicht Durst haben müssen, sondern getränkt sein können. Und dass wir anderen abgeben können, weil wir mehr Segen empfangen, als wir möglich für uns behalten können. Danke, Herr, dass du uns diese Anzahlung auf den Himmel, den Heiligen Geist, schenkst. Und dass jeder von uns, der sich danach sehnt, jetzt, heute, hier, durch dieses Gebet wissen darf, dass du es uns schenkst. Danke dafür. Von ganzem Herzen. Amen.